Die Rotatorenmanschette ist ein Gebilde, das aus vier Muskeln sich zusammensetzt, das direkt über dem Oberarmkopf sich anschmiegt. Ist ein ganz wichtiger Stabilisator fürs Schultergelenk, auch ein Puffer, der oben abpuffert, dass der Kopf nicht unter dem Dach klappert. Und es bewegt die Schulter. Es ist, wie gesagt, schon der Name schon sagt, ein Muskel, der den Arm auch dreht, die Innenrotation und die Außenrotation macht, die Manschette. Leider ist durch die anatomische Besonderheit die Manschette etwas anfällig und ja, macht, denke ich, entsprechend auch die Beschwerden der Schulter.